nicht wahr? Andere Länder können da nicht mithalten. Eine Frau meinte, ich sehe aus wie Eder, aus Jung und Schön. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Na, aber der Weißwurst da eigentlich. Oh Mann. Oh, Entschuldigung. Mögliche Bedrohung. Mögliche Bedrohung. Hammer. Zentrale, Feindkontakt. Ah, weg hier. Feindkontakt bestätigt. Wir schicken eine Einheit los. Oh, ein Kran. Ja, ich als ehemaliger Kranführer. Ziel nicht in Sicht. Zentrale. Ich kenne die Gefahren des Kranführers. Hier Zentrale. Ja, mich tot. Noch aktiv. Haltet die Augen offen. Ich könnte den ganzen... Also, das Spiel interessiert mich eigentlich ein Dreck. Ich könnte den ganzen Tag nur rumlaufen und für Sieg Sachen machen. Die Story ist ja nur nebensächlich. Also, just Chaos natürlich. Ja. Mal sehen, was ich das hier mache. Mal sehen, was passiert. Ja. Nicht viel. Alter. So lackgesoffen oder was? So. Sind wir die Waffe hier? Bis dann. Ach du Scheiße. Also, da habe ich nochmal Glück gehabt. Weil ich hatte eigentlich vorschriftsmäßig keinen Helm auf. Da fliegen sie. Also die KI ist, verhält sich sehr stark hier im Spiel. Muss man. Junge, der Helfer. Hey, Junge. Dieses Radio. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Das. Also wie gesagt, wenn der Grafikpatch rauskommt, wird das Spiel Bombe werden. Weiß ich jetzt schon. Es ist jetzt schon Bombe, aber. Aggressiv. Aggressiv Bastard. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Verstanden. Erfassen das Ziel neu. Ich lasse aber. Wo denn? Kann nicht wahr sein, oder? Jetzt greifen wir auch Captain Iglo an. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. So gemein, wie aggressiv die sind. Ja, scheiße, wenn man nicht fahren kann. Oh, bleib im Wasser. Er kann gar nicht schwimmen hier. Oh, hier Captain Iglo. Das sind so Kleinigkeiten, die ich liebe. Weil hier ist so ein Baum und er hat echt ein MG geschützt. Ach Junge, das reicht. Ich muss. Müll weg hier. Oh, mal saugeil Abflug. Na dann, Junge, wieder Matrix. Muss nicht so weg. Haut mit dem MG-Geschütz auf mich rauf, ich stehe immer noch. Nein! Oh, 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 jetzt ist es weg! Verdammt! Nein, weg! Ah, das ist für mich wirklich ein Highlight dieses Mal. Weil das Spiel wurde komplett zerrissen. Aber es ist wirklich geil. Es ist nicht schlecht.
Natürlich, jetzt ist es aufgepatcht, aber... Kann man nachvollziehen, wenn man die U-Version hat und dann, Oh, jetzt schnapp ich mir, Junge! Wie so ein räudiger Köter. Ja, da hast du einen Dachschaden. Rein hier. Ich brauch das Ding. Das war der Mumpelung. Es ist wirklich richtig Bombe, das Game. Also, ich kann nur jedem empfehlen, wer Spaß haben will. Verlasst doch nie auf die Revues. Jetzt ist es gepatcht und jetzt ist es richtig Bombe. Wir haben verstanden. Da fliegen wir jetzt hin. Da ist natürlich Elwolf hinter mir. Schwieg, du Pflegefall. Ich muss mal ankommen. Dann schau ab, Junge. Das ist ein Stalker. Oh. Aus! Rein! Ah. Oh, da ist noch ein Dachschaden. Ja, und jetzt? Ja, so sieht das aus, Junge. Hier. Kontrollverlust. Jetzt reiben wir mal richtig ein hier. Was macht er denn da? Ist er behindert? Oh, eine Drohne, Junge. Wird ja immer schlimmer hier. Ab hier, du Kotze! Darf man das? Ne, ich darf mal, glaube ich nicht. Optimal ausgerüstet mit der Bump Action auch so lang. Oh Junge, das kotzt mich so an, Alter. Ah. Oh, ich fick dich, Alter. Ja. Richtig ein Brummer hier. Ich habe mehrere Views gesehen, ne? Oder Fazits. Und die haben alle gesagt, das Spiel ist scheiße. Ist es nicht. Wirklich. Immer wieder raus hier. Da kommt er gar nicht klar auf seinen Ballon hier. Verreckt in der Hölle, Junge! Wie aggressiv er ist! Komm mal! Ist weg! Oder warte mal! Mein Junge, ich übernehme jetzt! Ah, da sind wir oben drauf! Jetzt weiß er nicht mehr, was er machen soll! Ich liebe die KI auszutricksen! Haha! Ich kann das Spiel voll ab! Oh. Wir geben mich zum Einsatzgebiet. Ja. Er ist immer noch unterwegs hier. Er spielt so Bombe, Alter, Junge. Ey, echt nur am Feiern hier. Übrigens, das ist was Besonderes. Das schafft nicht jeder hier, so eine Situation zu schaffen. Aber es ist sehr schwer, auf den Helikopter raufzukommen. Ich habe ja nichts, womit ich mich wehren kann. Also nehmen wir einfach mal den Heli. Hoffentlich schaffe ich das noch in meinem Zustand. Du hast doch nichts dagegen, oder? Ha? Bestätigt. Feind jetzt in einem Heli.
Also eine MG ist hier. Alter Junge, was ist hier los? Weg hier. Das hat aber MG. Der ganze Vogel bricht gleich auseinander. Oh, später mal. Ja, es ist wirklich. Boah, hier. Kommt noch ein Bomber, Junge. Aber wenn der Grafikpatch raus ist, ne? Das wird ein Genuss. Luftunterstützung ist unterwegs. Ah, ja, ja. Voll aggressiv. Bye-bye. Ja. Ganz Junge! Dann hätte ich eigentlich noch schlappen müssen. Aber es war zu viel Action in der Luft. Weil das, wo gewagt, das ist keine Mission, das ist die Open World. Junge, Junge. Bin schon richtig notgeil. Rico ist richtig Bombe. Ein junger Mann, der einfach nur die Welt retten will. Ja, ist ja gut. Gebracht. Das Ding mal, Junge, gucken wir mal. Oh, Days Gone und jetzt das hier, Alter. Das ist wie ein Orgasmus für mich. Ich liebe Open Worlds. Übrigens hier gerade den Sound von Avengers. Gibt der Dramaturgie noch mal ein bisschen Stütze. Kann ich behilflich sein? Oh ja, Denzel Washington. Was? Naja, da muss ich aufpassen, das ist bestimmt der Equalizer. Ja, du bist so ein Dachschaden, das sieht man ja schon an der Kleidung. Junge, hör fahrt! Also die Welt ist riesengroß, aber ich geil mich gerade an der Szene hier auf. Entschuldigung, ich könnte so viel mehr bieten, aber... Es macht einfach so riesen Spaß gerade. Genau wie Days Gone. Das Spiel wurde zerrissen. Es ist aber wirklich wie der Phönix aus der Asche gekommen. Weil das Spiel wirklich gut ist. Und ich Kriterien zum Beispiel GameStar, PC Games oder sonst irgendwelche. Die spielen das Spiel 2 Stunden an und zerreißen das Gameplay.
zum Kotzen, sowas. Ja, ich habe wenig Erfahrung mit Wingsuit.